Franz Mattig, heute ist die grosse Preisübergabe vom Goldenen Cäsar. Was ist bis jetzt so vom Programm gestanden und was steht noch an? Also zuerst vielleicht ganz kurz, wir sind gestartet in Fürgangen. Wir sind dann über die Rhonebrücke nach Millenbach und von Millenbach sind wir dann mit Mülltonnen nach Erne und haben das Erne Dorf und auch die Aggregat, also die Fläche, die sie bewirtschaften, im Detail angeschaut und sind jetzt eigentlich beim Aperitif angelangt und konnten den Preis der drei Generationen können übergeben, die heute im Prinzip da arbeiten und das pflegen. Für die, die noch nicht kennen, was ist der Goldene Cäsar für einen Preis? Was für eine Idee steckt da dahinter? Also der Goldene Cäsar, der kommt vom Namen von Cäsar Ritz. Wir haben den Vornamen von Cäsar Ritz übernommen als Auszeichnung. Auszeichnet werden Betriebe, die durch besondere Vorstellungen, Visionen oder Vorgehensweise im GOMS zeigen, dass GOMS ein Raum ist, wo im Prinzip wirklich Leben geht, wo neue Ideen zum Tragen kommen und auch nachhaltig umgesetzt werden. Wir haben den Preis jetzt zum 10. Mal übergeben und das freut mich außerordentlich, dass wir am ersten Jahr hier waren, 2008, und jetzt sind wir zum 10. Mal wieder in Erne. Das Generationenhaus Berglandhof ist dieses Jahr der Preisträger. Wie ist die Wahl auf das Generationenhaus Kitt? Bei der Wahl hat sich die Jury sehr intensiv mit dem Thema von der Nachhaltigkeit und von der Zukunft beschäftigt. Ihr wisst alle, dass das Problem ist, dass man heute alles nur in der D4, also alles in der Elektronik, will sehen. Und die Meinung war, dass wir im Prinzip die Chance im GOMS haben, dass man zurück kann gehen, dass man nach zur Natur kann gehen, mit der Natur kann leben. Und das war eigentlich der Motivator, dass wir den Anerkennungspreis dem Generationenhaus gegeben haben.